Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 10 gegen Willi. Heute mit Jay, Bramen, Christian und Sepp. Hallo. 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 So, und es geht wieder los. Und dieses Mal 10 gegen Willi wieder mit einem Finale. Haben ja einige beim letzten Mal unter die Kommentare geschrieben. Deswegen machen wir dieses Mal auch wieder ein Finale, eine Finalrunde. Und diese Begriffe, die wir heute spielen und die Begriffe im Finale, wurden sich ausgedacht von Lucy, von wem auch sonst. Ja, natürlich. Oder Lucy. Moment, alle Begriffe. Achso, du meinst die. Okay, aber wir müssen trotzdem noch dieselbe. Genau, aber ihr müsst natürlich trotzdem kreativ sein. Genau. Und wir legen auch direkt los mit unserem ersten Kandidaten, der sich hier Begriffe ausdenken darf. Und das ist Jay. Das bedeutet, alle anderen bitte einmal den Channel hier verlassen. Oh, Salz, mega. Sehr schön. So, Jay, dein Begriff, dein Oberbegriff lautet Kino. Und du darfst jetzt 10 Begriffe ausdenken. Okay. Popcorn. Ich schreibe einfach mal mit und Nachos. Das kannst du dann noch mal ändern. Ja. Oder Nacho. Ja, was machen sie denn jetzt? Gehen sie jetzt... das finde ich... Finde ich jetzt schon mal scheiße, die Wörter, die da eventuell haben oder eventuell nicht haben. Ich weiß nicht, in welche Richtung die gehen. Also Popcorn Nacho ist offensichtlich, dass man das, denke ich, machen kann. Ich würde sagen, Leinwand finde ich aber auch schon scheiße, ey. Oder nimmt man Kinofilme oder nimmt man Kino allgemein? Ja, Kino allgemein ist eigentlich Film. Film. Ich gucke dann Film. Also, was macht man sonst im Kino, ne? Und Popcorn, also Popcorn, Nacho, Film, das ist so ziemlich das, was man so da macht. Dann würde ich sagen Loge. Loge? Das ist auch noch zu einem Kino. Ich will halt nicht weiter weggehen Richtung Film, weil dann kommt ein Regisseur und dann kann ich halt Filme aufzählen. Vielleicht mache ich noch... Weil ich da letztens im Kino war und das den Jungs erzählt habe. Oder habe ich denen das erzählt? Ich weiß das nicht. Guardians mache ich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Film, ja. Boah, ich finde das richtig schwer, da vernünftige Begriffe zu finden. Ja, würde mir auch schwer fallen, ja. Weil, ja, wie gesagt, in welche Richtung gehen die? Eintritt. Ich schreib's mal auf, ja. Ich mach Guardians of the Galaxy oder Guardians, ja, wie du möchtest. Ich nehme mal nur Guardians und wenn sie Guardians of the Galaxy sagen, dann ist das ja auch dabei. Was war denn als letztes noch im Kino? Ah, das ist eigentlich der größte Film jetzt. Ja, die Frage ist, ob sie vielleicht dann auch noch sowas wie Kinonamen machen. Was gibt es denn? Cinemax gibt's, Cineplex gibt's, Kinopolis, es gibt so viele. Es gibt sehr viele, ja. Saal? Ja, also würde dann auch Kinosaal zählen? Kinosaal zählt auch, genau. Also der Begriff Kino an sich, wenn der gesagt wird, der ist ja eh eine Nullnummer, aber Kinosaal, Saal lasse ich gelten. Okay. Boah, Kinosaal ist das auch. Wie viel haben wir denn jetzt? 7. Boah, Alter, 3 Stück da noch raus. Irgendwie aus Rippen schneiden, ey. Was macht man denn noch im Kino? Vielleicht sowas wie Stuhl. Oder Sitz. Ja, 3D. Mhm. Dann. Boah, was gibt's denn noch? D-Box. Ja. Das ist für mich im Kino, D-Box. Aber das ist halt jetzt nicht so Sessel, diese krassen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann haben wir noch. Was gibt's denn noch? Ich sag einfach Kino-Leinwand. Doch, also, das ist ja eine Leinwand. Genau. Mhm. Ja, ich glaube, das ist so alles. Moment, wie. Oh, fuck, wie heißt das nochmal? Dolby Atmos.
Oh, Dolby Atmos ist auch nicht schlecht, wenn die 3D und D-Box sagen. Vielleicht sagen ja auch an Atmos. Nee, ich lass Leinwand, scheiß drauf. Okay. Ist okay. Boah, das wird ein Bruch, sag ich dir. Das wird ein richtiger Bruch. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das ist ein schwieriger Begriff, glaube ich, weil es in ganz, ganz viele Richtungen gehen kann. Und dann schauen wir mal, was Brammen jetzt hier macht. Also ich ziehe jetzt Brammen. Hallo, hallo. Hallo. Brammen. Du bist der Erste, der hier die Begriffe nennen darf. Du hast jetzt gleich 45 Sekunden Zeit. Ja. Und bist du bereit? Ich bin, also Andi, ne? Ich bin bereit geboren. Sehr gut. Das Oberbegriff, zu dem sich Jay 10 Begriffe ausgedacht hat, lautet Kino. Kino. Popcorn, salziges Popcorn, süßes Popcorn, Nachos, Jalapenos, Käsesoße, Analogkäse, ein Film, Sitze, Leinwand, Projektor, Dolby Digital, Dolby X, IMAX, Kino, Kinosaal, Tickets, Eintritt, Geld, Preis, Euro, Rubel, Dollar, Pfund, Eintrittspreis, Preis, Eintritt, was gibt's denn noch? 3D, 2D, Dolby Digital, Dolby Sound, Dolby Atmo, Atmo, Dolby, dann Stühle, Reihe, Sitze, Loge, Komfortsitz, Massage. Deine Zeit ist abgelaufen. Okay. Brammen! Tschüss! Jawohl! Also das lief auf jeden Fall wie ein Wasserfall. Wie viele Moment, das eine hast du noch vergessen anzuklicken. Das kam noch am Ende. Echt? Okay. Ja, das vierte. Das hat er noch ganz am Ende angeklickt. Hat er gesagt. Das gesagt? Okay. Ja. Okay, gut. Dann habe ich das nicht mehr gehört, dann hake ich das noch an. Ja. Okay, schauen wir mal gleich, wie viele Begriffe du denn genannt hast und vor allem auch, welche dann richtig waren. Wie viele Begriffe habe ich denn genannt? Du hast sehr viele genannt. Du hast viele genannt. Ja, also wenn ich an den Begriff, den du vorbekommen hast, denke ich auch direkt an Dollar. Ja, ich dachte Euro, keine Ahnung, vielleicht ist es ja amerikanisches Dollar. Kino oder so, keine Einfach Ahnung. Dollar. Hat mich ja nicht wäre wild, wenn das ein Punkt gewesen wäre. Ja, jetzt aber bitte nicht mehr über die Begriffe nein, reden. Nein. Und jetzt kommt Christian. Hallo, Christian. Hallo. So, 45 Sekunden bekommst jetzt auch du Zeit, Begriffe zu nennen, die Jay mir bestenfalls eben auch genannt hat. Und du bist bereit? Ja. Sehr gut. Der Oberbegriff lautet Kino. Kino, Kinofilm, Popcorn, Vorstellung, Lichtspielhaus, Projektor, Guardians of the Galaxy 3, Marvel, MCU, Kinositz, Kinoticket, Kinokasse, Nachos, Nachos mit Käse. was haben wir denn noch? Vorstellung. 10 Sekunden. Sound. Feuer. Film. Kinofilm. Und deine Zeit ist rum. So. Jay, Fazit? Nee. Ja, war okay. Wir sehen es gleich, welche Begriffe Jay genannt hat. Das werdet ihr gleich erfahren. Aber zuerst muss natürlich auch noch Sepp ran. Deswegen bitte jetzt nicht mehr darüber reden. Und hallo Sepp. Hallo. So, auch du 45 Sekunden Zeit. Jay hat mir 10 Begriffe genannt. Die musst du versuchen zu erraten. Und du bist bereit? Ja. Das Oberthema lautet Kino. Kino, Popcorn, Nachos, Leinwand, Film, Blockbuster, Kinobesuch, Sitz, Sessel, Platz, Ticket, abreißen, reservieren, VIP-Sitz, Projektor, Film, Movie, Hollywood, Oscars, Premiere, Cola, Fanta, Sprite, Limo, Getränk, Eis, Schokolade, Bier, Gummibärchen, Eis,
Konfekt, Eis, Konfekt, Eisverkäufer, dunkel, laut, schmatzen, Popcorn und werfen, Zeit klebrig. Ist vorbei. Deine Mutter. Da kamen auf jeden Fall sehr, sehr viele Begriffe. Aber Kino fand ich auch gut, jetzt muss ich persönlich sagen. Ich habe mich schwer getan. Echt? Ja, ja, kann man ja in verschiedene Richtungen gehen. Man weiß ja nicht so genau, in welche Richtung ihr denkt. Also, vom Prinzip her ist das für zwei Leute ziemlich gut gelaufen. Ja, schauen wir mal. Also, gehen wir mal in die Auswertung von dieser Runde. Wie viele Punkte bekommt ihr denn und wie viele Punkte bekommt Jay? Der erste Begriff, den mir Jay genannt hat, den habt ihr auch alle gesagt, war als Popcorn. Erstes. Das, alle als genau. Erstes. Als erstes Popcorn. Das ist Kino. Ja. Der zweite Begriff, den mir Jay genannt hat, der kam auch dann relativ zeitnah danach. Nacho oder Nachos habt ihr auch alle gesagt. Sehr gut. Der dritte Begriff, das habt ihr auch alle gesagt, auch relativ eindeutig, ist Film. Also hier, da wart ihr euch alle einig. So, jetzt kommt ein Begriff, den hat nur eine Person genannt, und zwar der Begriff Loge. Ah, Loge heißt ist das. Heißt das nicht so? Ja, das heißt Loge. Ich war bei VIP, mir fiel der Begriff nicht ein. Paketten ist aber, glaube ich, auch nur noch, wenn ein Kino voll ist. Ja, ist wirklich so. Was immer nur Loge. Ja, das hat Bram gesagt, als einziger. Dann haben wir den nächsten Begriff, den mir Jay genannt hat, und der ist Eintritt. Im Nachhinein wäre Ticket besser, glaube ich, gewesen. Aber ja, denn so hat das nur Brammen gesagt. Dann ein Begriff. Wobei ich auch 100 Sachen gedacht habe: Eintritt, Eintrittspreis, Dollar. Ja, du hast viel gesagt. Finde ich auch gut. Dann ein Begriff oder generell ein Film, den Jay, wo sich Jay nicht so ganz sicher war, ob ihr den nennen werdet. Aber Christian hat ihn genannt: Guardians of the Galaxy. Ach, du Scheiße. Da war ich halt das letzte im Kino letzte Woche. Ja. Das war smart. Deswegen dachte ich halt, vielleicht macht man Guardians. Ja. Der nächste Begriff, den mir Jay genannt hat, ist Saal. Und auch das hat nur Bram gesagt. Was? Oh, Scheiße. Nee, die heißen doch Kinosaal, oder? Ja, Kinosaal 1, Kinosaal 2. Boah. War aber schwierig. Der nächste Begriff ist 3D. Ach du Scheiße. Und auch das hat nur Bram gesagt. Oh, das ist eine schlechte Runde. 3D wäre smart gewesen. Oh, ja. Dann der nächste Begriff, da bin ich jetzt mal gespannt, ob ihr jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagt, weil ihr nicht gewusst habt oder weil Jay den ausgewählt hat, ist der Begriff D-Box. Ja, das ist halt ich kenne das nur D-Box, als D-Box. Diese rüttelnden Sessel, aber ich hätte besser Dolby Atmos nehmen müssen. Das ist D-Box, das kenne ich nicht. D-Box sind die 4D-Sessel, die halt rütteln in den Kinos. Ja. Wo du die Füße hochlegen kannst. Das heißt, Gießen und hier, wo ich jetzt wohne, heißt das auch D-Box. Deswegen dachte ich, okay, dann ist das vielleicht überall auch D-Box. Krass. Also, ich glaube, das heißt auch überall D-Box, aber das haben, also da in so ein Premium-Kino gehen nicht. Ja, nee, ich nehme auch, ich sehe das auch nicht ein, dafür 30 Euro zu bezahlen oder so. Das finde ich halt auch zu viel. Gibt's das auch nicht. Also, okay. Ich finde auch die Vorstellung peinlich, wenn du da als Einziger irgendwie sitzt und dein Stuhl wackelt die ganze Zeit und alle anderen gucken halt ganz normal. Ja, das ist so nervig, wenn du in der Reihe hinter den D-Box-Sesseln sitzt, weil dann rüttelt deiner quasi, weil du halt vorne flappig die Füße dran kommst, dann rütteln deine Füße die ganze Zeit. Du zahlst die Hälfte und kriegst das umsonst. Ja, aber kannst du auch die ganze Zeit schreien, jedes Mal, wenn du so, hui! Ja, ich hätte Projektor nehmen sollen, das hatten alle genannt, wäre besser gewesen. Nee, ist doch gar nicht gut, wenn gedacht. Nur einer die Sachen dreht, ist so gut. Ja, D-Box hat aber keiner gesagt. Ja, das Begriff ist ein bisschen blöd. Dafür aber, der nächste Begriff ist auch der letzte jetzt, Leinwand. Das haben zumindest Bram und Sepp gesagt. Also da wieder einen, den sogar zwei genannt haben. Ja, das bedeutet, Bram hat die meisten Begriffe genannt, Sepp die zweiten meisten, Chris die dritten meisten und Jay bekommt die Punkte, die höchste Punktzahl von diesen drei. Das bedeutet, es steht aktuell 8 Punkte für Bram und damit auch 8 Punkte für Jay, Christian und Sepp jeweils 4. Quatsch, Christian und Sepp, ihr habt sogar gleich viele Begriffe genannt. Also, ja, hatten sie. Wieder 4 und 8 ist schon gleich. Ja, das ist schlecht. Ja. I'm sorry, ich hab mein Bestes gegeben. Ich fand das gut. Du hast ja noch nichts verloren. Ja, ist mir schon klar, dass du das gut fandest. Gut, okay. Das bedeutet, wir gehen in die nächste Runde. Unser nächster Kandidat ist Brammen. Und die anderen bitte jetzt einmal den Channel verlassen. Gut, Brammen.
Dein Begriff, dein Oberbegriff lautet Gastronomie. Oh, Kellner. Okay. Koch. Mhm. Trinkgeld. Trinkgeld. Essen. Trinken. Gericht. Mhm. Boah, was denn noch? Besteck. So, und da wird einer sagen, Essen, Trinken. Und dann, wenn der zu Besteck geht, dann wird er sagen, Messer, Löffel, Gabel, wa? Könnte sein. Könnte sein. Ein Messer würde ich noch mitnehmen. Okay. Weil das könnte auch zur Küche gut passen. Vielleicht irgendwie da. Küche finde ich gut. Mhm. Bar. Das wären jetzt 10. Ja. Ich würde damit gehen einfach. Ich habe ein gutes Gefühl. Okay. Wenn du nichts mehr ändern willst, dann würde ich Christian dazu holen. Gut, dann mache ich das. Also bitte jetzt nicht mehr darüber reden. Und Christian. Das ging schnell. Das ging schnell und du bist der erste Kandidat und auch du wieder 45 Sekunden Zeit und der Oberbegriff, den Brammen hatte und sich 10 Dinge ausgedacht hat, lautet Gastronomie. Oh, Bar, Restaurant, Essen, Sterneküche, Koch, Kellner, Cocktails, Barmann, Barfrau, Imbiss, Schnellimbiss, Lieferdienst, Rechnung, Reservierung oder Reservieren, Mc's, Burger King, Pizza, Suppe. Und deine Zeit ist rum. Ist noch Suppe da. Ja, genau. So, den vorletzten Begriff, nur für euch zur Info, habe ich jetzt nicht gelten lassen, weil der ein Teil davon ist. Hätte Christian das komplett gesagt, dann, also ohne den gesamten Begriff, ich würde es jetzt nicht nennen, aber dann hätte ich das auch zählen lassen. Nur für euch zur Info. Ja. Toll. Gut, dann wird jetzt nicht mehr darüber reden und dann hole ich jetzt Sepp dazu. Hallo Sepp. Hallo. Auch du, jetzt wieder 45 Sekunden Zeit und das Oberthema, der Oberbegriff lautet Gastronomie. Gastronomie, Trinkgeld, Kellner, Koch, Restaurant, Bar, wo gehe ich denn noch hin? Varieté, Trinken, Cocktails, Cola, Bier, Wein, Karte, Menü, Gastronomie, leck mich fett. Drin, draußen, Platz, Tisch, reservieren, Gläser, Besteck, Trinkgeld hat er, Rechnung, Quittung, Bon, Trinkgeld hatten wir schon, Bedienung, Und Zeit ist rum. Boah, das ist aber ein großer Begriff. Ja, wow. Das sind auch viele Buchstaben. Wow. Gut. Das fand ich jetzt schwer. Ja, sehr weitläufige Begriffe heute. Kino fand ich gar nicht so weit. Das waren deine genannten und fehlt uns noch Jay. Den hole ich jetzt auch dazu. So, Jay. Hallo. Bram hat Begriffe vorgegeben und du hast jetzt 45 Sekunden Zeit, möglichst viele davon zu erraten. Ja. Und der Oberbegriff lautet Gastronomie. Besteck, Gabel, Messer, Teller, Kellner, Bar, Bier, Cola, Essen, Trinken, Schnitzel, Pommes, Koch, Küche, Restaurant, Bar, Kneipe, Imbissbude, Imbiss, Pommes, Currywurst, Peter,
Boah, Alter. Steak, Steakhouse, vegan, Fleisch, vegetarisch, Vegetarier, Veganer. Und deine Zeit ist rum. Tschüss! Alter! okay, keine Ahnung, aber tschüss! Hoffentlich. Der Peter zwischendurch, den fand ich ganz gut. Ich hab kurz überlegt, scheiße, Peter ist safe dabei, warum hast du ihn nicht genannt? Ja, Peter und Gastro muss er genannt werden, oder? Ja, auch wenn Bram das nicht mehr gegeben hat. Nicht mehr wegzudenken. Gut, dann gehen wir mal, schauen wir mal an, was Bram denn gesagt hat und was ihr vor allem gesagt habt. Der erste Begriff, den Bram mir genannt hat, war Kellner und den habt ihr alle gesagt. Mhm. Der zweite Begriff ist Koch und auch das habt ihr alle gesagt. Der dritte Begriff ist Trinkgeld. Oh. Und den hat nur Sepp gesagt. Autsch. Ach, gibt doch eh keiner. Vor allem von Bram kommt das. Dann, der vierte Begriff ist Essen. Und das haben Jay und Chris gesagt, Sepp aber nicht. Ah. Ich esse dann nicht. Dann ist hoffentlich Trinken jetzt auch noch dabei. Der nächste Begriff ist Trinken. Ja. Das haben Jay und Sepp gesagt, aber Chris nicht. Moment, was? Ja. Dann, der nächste Begriff, und der wurde von keinem von euch gesagt, ist Gericht. Ja. Ja gut, mein ist da Gericht. Ja, verstehe ich. Ja. Dann, der siebte Begriff ist Besteck. Dem haben Jay und Sepp gesagt. Dann, der nächste Begriff, und da hat Bram überlegt, Messer, Löffel, Gabel, soll ich das noch dazu nehmen? Er hat sich für das Messer entschieden und das hat nur Jay gesagt, Sepp dann nicht mehr. Mhm. Löffel habe ich auch nicht gesagt, scheiße. Full auf Restaurant gegangen. Ja. Und der vorletzte Begriff, den Bram genannt hat, war Küche und das hat auch nur Jay gesagt. Ja, wird nur Koch, ja. Und Begriff Nummer 10 war Bar und das haben alle von euch gesagt. Das bedeutet, gut, dass Bram nicht Vorspeise und Nachspeise gesagt hat. Ich hab gerade mal so nachdenken, so, das gibt's ja eigentlich auch noch, ne? Ja, stimmt. Ja, aber die Vorspeise esse ich doch einzeln und nicht mit dem Hauptgang. Bram ist nur eine Sache. Ja. Ja, also Jay hat hier ganz gut abgeräumt. 8 richtige Begriffe. Scheiße. Herr Bram, wir reichen uns die Hände. Connected seid ihr bitte, ey. Das bedeutet, wenn wir die Punkte jetzt verteilen, dass Jay jetzt 16 Punkte hat, genauso wie Brammen. Christian bekommt die 4 dazu, sind er ist bei 8 und Sepp hat 6 Begriffe richtig genannt, also jetzt bei 10 Punkten. Ja, das ist schlecht. Ja, also Christian, jetzt ein bisschen verlierst du den Boden, aber ist ja gar nicht so schlimm. Es ist ja auch noch. Es sind ja auch noch ein paar Runden und wir haben ja auch noch das Finale, also alles gut. Und der nächste Begriff, der geht jetzt auch an Christian. Das bedeutet, alle anderen bitte den Channel verlassen. Tschüss. Das ist ja schlecht. Also ich kann ja gar nicht aufholen. Ach ja. Noch nicht, aber du hast ja danach noch eine Runde in der regulären. Und ja, da muss ich dein ja auch jemandem die Punkte geben. Ja, das stimmt. Dein Begriff. So funktioniert diese Show. Ja, dein Begriff lautet Schule. Ach du Scheiße. Abitur, Klasse, Unterricht, Stunde, Lehrer. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Oberstufe, Unterstufe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist 7. Klassenarbeit. Was hatten wir denn noch? Pause. Wichtig. Wichtig. Und das Problem ist, jeder sagt zu so einem Pausenklingelding irgendeinen anderen Begriff. Deswegen würde ich das, glaube ich, rauslassen. Mhm. Was war denn noch Schule? Vielleicht denkst du auch so an
den, das Klassenzimmer Mobbing, an sich. Oder? Annehmen. Was hast du gesagt? Mobbing hätte ich noch mit reingenommen, aber ja, Schreibtisch ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht, da hat ja keiner. Aula. Aula. Das gibt doch in jeder Schule. Okay. Also Abitur, Klasse, Unterrichtsstunde, Lehrer, Oberstufe, Unterstufe, Klassenarbeit, Pause, Aula. Möchtest du davon nochmal irgendwas ändern? Nö. Das war so das, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist. Deswegen hoffe ich, ist halt bei den anderen auch so. Okay, dann bin ich gespannt und dann holen wir jetzt Sepp dazu, denn er ist der Erste. Hallo Sepp. Hallo. So, Christian hat die Begriffe vorgegeben, 45 Sekunden wieder Zeit und der Oberbegriff lautet Schule. Schule, Lehrer, Schüler, Pause, Unterricht, Mathe, Deutsch, Englisch, Latein, Französisch, Physik, Chemie, Kunst, Musik, Geschichte, Literatur, Rektor, Schulleiter, Pausenhof, Hausaufgaben, Hausaufgabenheft, Klassenbuch, Klassenlehrer, Mäppchen, Turnister, Rucksack, Schnellhefter, Noten, Zeugnis, Abitur, okay, deine Zeit Schlägerei. Okay. Christian, zufrieden? Soll ich da jetzt was zu sagen? Weiß ich, vielleicht willst du ja irgendein. Weiß ich nicht. Also eher ausbaufähig. Okay, gut. Dann schauen wir jetzt einfach mal, ob Jay das erfüllen kann, deine Ansprüche, und dann ziehen wir ihn mal. Hallo Jay. Hallo. Jay erfüllt so meine Ansprüche immer. Werden wir dann sehen. 45 Sekunden hast du dafür Zeit, Jay. Und der Oberbegriff, den Christian vorgegeben hat, lautet Schule. Biologie, Chemie, Physik, Schulfach, Streber, Lehrer, Direktor, Gymnasium, Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, Grundschule, Kinder, Jugendliche, Deutsch, Mathe, Englisch, Niederländisch, Politik, Erdkunde, Schulfach, Stühle, Tische, Kreide, Tafel, Projektor, Diaprojektor, Overhead-Projektor, TV, Fernsehen, Film, Sport, Kunst, Religion, Pause, Frühstück, und Zeit ist rum. Stundenplan, nein! Oh, Stundenplan, das war nicht mehr drin. Gut, ja. Also Film und TV fand ich sehr gut. Ja, unser kompletter Erdkundeunterricht. Weiß nicht, was ihr da in eurer Schule gemacht habt. Hä, ich dachte, du sagst doch immer, dass ihr im Fernsehen geguckt habt, oder nicht? Also wir haben immer in Erdkunde nur Fernsehen geguckt. Ja. Also bei dem einen Lehrer. Das hat immer dann sein, ja gut, in Filmanalyse haben wir auch Fernsehen geguckt. Aber. Ja, aber nee, unser Erdkundelehrer hat immer Urlaubsfotos auf Dias drucken lassen, hat die sich mit uns dann im Unterricht angeguckt. Oder Shrek 1 bis 3. Oder so. Ja, Schreck kam auch gerne mal. Das fand er auch mal toll. Sehr schön. Okay, also schauen wir mal, wie gut das war, ob du Christian zufriedengestellt hast oder ich nicht. Ich hoffe doch. Und dann kommt jetzt noch Bram dazu. So. So. Hallo, Bram. Hallo. Du bist der Letzte in diesem Bunde. Christian hat die Begriffe vorgegeben. 45 Sekunden hast du Zeit und der Oberbegriff lautet Schule. Lehrer, Klassenraum, Mitschüler, Mitschülerinnen, Lehrerinnen, Pult, Theke, Schrank, Kreide, Tafel, Note, Abitur, Abschluss, Abschlussarbeit, 16 Punkte, Abschluss, Halbzeit, Pause, große Pause, kleine Pause, 5 Minuten Pause, Stunde, Schulstunde, was gibt's noch? Lehrerzimmer, Rektor, Direktor, Keveler. Unterricht, Unterrichtsstunde, Arbeit, Klassenarbeit, Klasse, Mitschüler, Mitschülerin, nur Notenspiegel. Und die Zeit ist rum. Gut.
dann wart jetzt alle dran und schauen wir mal. Klasse vergessen, Alter. Ich habe auch Klasse vergessen. Die Augen, ich kratze mir die Augen aus. Ja, ihr habt sehr viel genannt und schauen wir mal, was Christian genannt hat. Der erste Begriff von Christian war Abitur. Und das hat geil, Rammen und Sepp gesagt. Er macht ja ein nice. Abitur. Heutzutage noch. Ach, Quatsch. Ich fand es interessant, dass zwei Leute sehr auf Fächer gegangen sind. Ja, aber ich dachte, boah, Christian, vielleicht, wenn du auf Main Fächer, wenn du 10 Fächer hingemacht hast, dann will ich die haben. Mhm. Ja, schauen wir mal. Der nächste Begriff von Christian war Klasse. Und das habt ihr eben schon gesagt, das hat nur Brammen genannt. Ja, aber dann, boah, ist das Fail, Begriff. Alter. Das ist halt auch so, weißt du, das ist so, da denkt man auch nicht dran bei Schule. Ich war nicht in der Klasse, ich war in der Stufe. Dann der nächste Begriff lautet Unterricht. Und das hat Brammen gesagt und Sepp gesagt. Zum Glück, ey. Jay, du hast nicht mal Unterricht gesagt. Ja, ich bin relativ schnell durch die Fächer gegangen, glaube ich. Ja. Fuck. Der vierte Begriff, den Christian genannt hat, war Stunde. Und das hat auch nur Brammen gesagt. Brammen ist heute mit allen connected, kann das sein? Autsch, Autsch, Autsch. Dann, der nächste Begriff ist Lehrer. Das habt ihr oder Lehrerin gesagt. Hätten wir, glaube ich, auch zählen oder lassen. Ja, das hätte ich auch zählen lassen, genau. Aber Lehrer hat auch jeder gesagt. Wusste jetzt nicht, ob man da irgendwie Kollegium oder so nimmt, um alle einzuschließen, aber... Nee, Lehrer, Lehrerin. Nee, das ist Plural und so. Und ja, das ist alles bei uns das Gleiche. So, nächster Begriff ist Oberstufe. Das hat keiner gesagt. Und da schließt sich auch der nächste Begriff an. Unterstufe hat auch keiner gesagt. Oh Gott. Hätte man sagen können. Ja. Aha. Begriff Nummer 8 war Klassenarbeit. Und das hat auch nur Brammen gesagt. Ihr habt zwar irgendwann mal, irgendeiner hat noch irgendwie von der Arbeit gesprochen, aber es war nicht die Klassenarbeit. Hausarbeit. Was das genannt wird. Sowas, ja. Oh, dann der vorletzte Begriff. Hausaufgaben. Genau, Hausaufgaben. Also nicht. War auch nicht dabei, der nächste Begriff ist nämlich Pause. Hat keiner gesagt. Pause habe ich, ja. Ja, das habt ihr alle gesagt. Ja. Und Begriff Nummer 10 ist Aula. Das hat niemand gesagt. Wir hatten keine Aula. Ja, in der Grundschule hatten wir eine, aber ach, das war's. So, das bedeutet. Ja, mit den Fächern hätte ich hier ein bisschen mehr Punkte einheimsen können, ist mir aufgefallen. Ja, das, ja, ich habe auch tatsächlich gedacht, also den Begriff, den ich noch mit reingenommen hätte, wäre Tafel gewesen. Das ja, hätten, glaube ich, zwei Leute gesagt. Tisch, also genau, Tafel haben zwei gesagt, aber sowas wie Tisch und Stuhl hat keiner gesagt. Doch. Wie gesagt, die, doch, ja, okay. Beide habe ich noch gesagt. Die Fächer wären ganz gut gewesen, aber auch wieder nur bei anderthalb Leuten, weil du dann wieder nicht, ich wusste nicht, ob Jay und Sepp die gleichen Fächer zum Beispiel gesagt haben. Ja. Ich habe, glaube ich, alle bis auf Bio genannt. Bio also hat Jay mit das angefangen. Beste, ja, das beste Fach nennt er nicht. Abgewählt. Schmutz. Gut, dann verteilen wir mal die Punkte. Und Christian bekommt weh, die Runde. Die Punkte von den meisten. Und Sepp hat 4 richtig gehabt. Oh, und Brammen, du hast 5 richtig. Das bedeutet. Nice. Also, sind wir so, Sepp, an Jay 15. haben wir aufgeholt. Ja, würde ich auch mal hart sagen. Brammen ist ja mal ins ging so in die Moment, falsche Richtung. Wenn ich nur 5 richtig habe, habe ich aber zu viele Punkte. Nee, du hattest 7 richtig oder noch mehr. Irgendwie sowas. Hätte ja auch ein paar richtig. Du hattest mehr als 7 richtig. Ja. Mehr als 5 richtig. Achso, weil Andi gerade 5 sagte. Hatte sich getan. Ist dann die Punkteverteilung Vorsprung. Korrekt? Ja, die Punkteverteilung ist, meine ich, korrekt. Also ich meine, Jay hätte 2, Sepp. Weil ich hatte vor 16, dann hätte ich 7 richtig gehabt. Stimmt, ihr hattet beide 16, ja. Sorry. Ich dachte, ihr hattet beide 18. Ist Quatsch, ihr hattet. Nee, genau. Jay hatte eine richtig gehabt. Eine schöne deswegen war ich auch Runde. Eben, deswegen mega. War ich auch eben irritiert, warum Jay immer noch 18 hat. Aber genau, Jay hatte 2. Alles gut. Passt. Also, das bedeutet, Bram führt aktuell mit 23. Und dahin, also, ist, ihr seid noch relativ nah ja, aneinander. Ja, ist doch alles drin. Sache ist noch alles drin. Ja, kommt ein gutes Thema. Und wir haben ja auch diesmal das Finale, aber zuerst muss Sepp noch seine. Begriffe nennen, das heißt, alle anderen bitte einmal den Channel verlassen. Dein Oberbegriff lautet Fantasy. Ach du Scheiße. Können wir noch. Das ist ja noch schlimmer als Gastronomie. Elfen, Orks,
Ich schreibe einfach mal mit und du kannst ja im Zweifel. Drachen. Alter, Fantasy. Zauberer. Gehe ich Main auf nur, was Viechers gibt? Elfen, Orks, Drachen, Zauberer. Hier bitte noch. Jedi. Ist auch Fantasy, ne? Ich schreib's mal auf, wie gesagt. Jedi. Nicht Jedi. Ich glaube, ich würde jetzt aber die Franchises nehmen. Wenn wir mit dem 10, ne? Machen wir Jedi weg. Okay. Dann lieber Star Wars. Star Wars. Herr der Ringe. Ups. Kleinem T natürlich. Herr der Ringe. Harry Potter ist Fantasy. Das sind so die großen Franchises. So, ist jetzt besser Marvel zu nehmen oder Avengers? Hast ja auch im Zweifel noch Spiele vielleicht. Ja, ja, oh, guter Ansatz. Aber es gibt so viel. Ja. Das ist ja das Schlimme. Also, es gibt ja auch Bücher. Buch. Einfach Buch? Ja. Okay. Spiel und Film. Schreibe ich mal auf. Wieder mit kleinem P. Und er hat so eine Großschreibschwäche. Ja. Am zweiten Buchstaben. Kenne ich. Ich schreie auch im echten Leben viel rum, deswegen hier auch alles Großbuchstaben, ja. Gut, also das wären 10, aber du kannst jetzt gerne noch irgendwas wieder austauschen, falls du wolltest. Also, eigentlich bin ich damit ganz zufrieden, aber das wird jetzt voll in die Hose gehen, glaube ich. Also nur für dich zur Info, wenn jetzt zum Beispiel jemand Fantasy-Buch sagt, dann lasse ich das auch gelten. Dann ist ja Buch angehakt, logischerweise. Oder Bücher. Genau, Plural ist auch okay. Okay, ja, let's go. Ich glaube da dran. Okay, dann holen wir jetzt als Ersten den Jay. Und der darf sich daran mal versuchen. So. Und Jay. Hallo. Sepp, nee, will ich nicht. Sepp hat sich Begriffe ausgedacht und du darfst sie jetzt erraten. 45 Sekunden hast du dafür Zeit und der Oberbegriff lautet Fantasy. Ach du Scheiße. Final, Anime, Zeichentrick, Ork, Elfen, Herr der Ringe, Elben, Orks, Menschen, Schwerter, Krieg, DSA, boah, was guckt Sepp denn noch so? One Piece, Ruffy, Avatar, Mittelalter, LARP, Cosplay, boah, Alter, Orks, Skyrim, Kino, Film, Serie, Fantasy. Und die Zeit holy ist shit rum. Das ist ja richtig schwer. Ja, also größer geht, glaube ich, nicht. Es ist ja ein sehr umfassender Begriff. Weltall. Also das ist schon der wildeste Begriff von allen, finde ich. Ey, holy shit. Ja, schauen wir mal nach, was Brammen daraus macht. Ja. So, Brammen. Hallo. Auch du hast jetzt wieder 45 Sekunden Zeit. Sepp ja. hat die Begriffe vorgegeben und der Oberbegriff lautet Fantasy. Okay, Fantasy. Gollum, Elben, Elben, Zwerge, Hobbits, Bogen, Pfeil, Elbisch, Elfen, was gibt's noch? Orks, Uruk-hai, Sauron, Saruman, Gondor, Mine, Steine, Feuer, Zauber, Magie, Wind, Elemente, Feuer, Wasser, Wind, Erde, was gibt es denn noch? Drache,
Flügel, Flügelschlag, See, Lüllüm. Und deine Zeit ist rum. Oh, Brams Begriffe haben mir viel mehr gefallen als meine. Oh, scheiße, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, und dann fehlt noch Christian. Da bin ich jetzt besonders gespannt. Hallo Christian. Hallo. So. Sepp hat Begriffe vorgegeben. 45 Sekunden hast du Zeit. Und vielleicht bist du am ehesten hier noch der Profi. Denn es geht um Fantasy. Was? Herr der Ringe. Pen and Paper. JRPG, Rollenspiel, Orks, Elfen oder Elben, Zwerge, Drachen, der Hobbit, Bilbo, Frodo, Fantasy, Alter, Ritter, Dunkelelfen. World of Warcraft. Deine Zeit ist rum. So. Ich habe sehr viel gehört. So ja, wie allgemein kann man ein Thema bitte halten? Ey. Ja, das holy war, shit. Das war hart. Könnt ihr euch bei Lucy bedanken? Fantasy okay. War hart. Das war eine harte Runde scheinbar, ja. Und das schauen wir uns jetzt auch mal versagt. An. Nee, eigentlich habe ich alle ja gar versagt. Nicht. Ach, wir haben alle versagt. Okay, nice. Auch gut. Auch gut. Das ist richtig gut. Ja, der erste Begriff, den ihr Sepp genannt habt, hat, und den habt ihr mir auch alle genannt, ist Elfen. Ja, guck mal, Sepp, sind wir schon dabei. Ich wollte gerade sagen, 100% ja. Trefferquote. Ja, mhm. Beim nächsten auch. Ork oder Orks. Easy. Ja, ganz kein Problem. Oh, ja. Nee, Alter, dann kommt natürlich das eine auch. Der nächste, da hat sich Jay aber gedacht, das nennt er mal nicht. Drache oder Drachen. Ja, der interessiert gar kein sich Problem. Denn Drachen, ey, so eine Rotze. Hab ich dich. Der vierte Begriff, und da wird's dann schon dünn, den hat nämlich leider niemand gesagt, Zauberer. Oh, ja gut, hätte man machen können. Dann hat, glaube ich, Zauber gesagt. Und dann war ich so, nein, so knapp. Ja, dann ist Sepp ein bisschen in die Franchises gegangen und hat gesagt Star Wars. Das hat leider niemand gesagt. Uff, das ist, ja. Mhm. Ist das nicht Science ja. Fiction? Nee, das ist doch hier Space Opera oder so heißt das doch, oder? Genau, Star Wars ist dann Fantasy, oder? Fantasy ist Science Fiction. Ist nicht Fantasy der Oberbegriff noch davon? Keine Ahnung. Fantasy ist doch alles, was du dir ausdenkst, oder? Ich hätte dich jetzt auch eher zu Science Fiction als zu Fantasy. Gedacht, aber hast aber es stimmt, ja. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall, es hat leider niemand genannt, aber den nächsten Begriff, den haben Jay und Christian gesagt, Herr der Ringe. Sehr gut. Bram hat aber ganz Herr der Ringe durchdekliniert ja, einmal. Ich hätte einfach Herr der Ringe und dann nennt er den Film sollen. Einfach nicht, ey. Der Oberbegriff ja, hätte leider. Herr der Ringe bei mir sein sollen. Das wäre vielleicht einfacher gewesen, ja. Aber auch der nächste Begriff hat leider niemand gesagt, Harry Potter. Ja, das ist ja wohl klar. Das ist also, zumindest Fantasy, ja. Da wäre ich niemals drauf gekommen. Ja. Ach, scheiße, dann, ja. Begriff Nummer 8. Und da hat es Sepp ganz einfach versucht, aber das hat es scheinbar auch nicht gebracht. Buch. Ich hätte Herr der Ringe einfach machen gesagt. Sollen. Warum auch mal. Buch. Ja, Fantasy-Buch. Ja, ein Buch. Ja, ey, ist ja auch in Ordnung, ein Buch. Ja. Ist ja... Ja, Mann, und ich dachte, der versucht eine Bram-Connection zu machen oder so mit Animes, ey. Überhaupt nicht. Ist Bram hat nicht einen Anime genannt. Ja, aber ich hatte gehofft. So, ich habe die Elemente von Avatar genannt. Ja, okay. Ja, der nächste Begriff, auch leider eine Nullnummer, Spiel. Fantasy-Spiel. Ja, gut, hat niemand gesagt. Vielleicht nicht so hart. Und der Fantasy Begriff Nummer hart. 10, da hat sich wenigstens Jay erbarmt, ihn zu nennen, Film. Ja. Natürlich. Oh, nice Jay. Ja. Gut, das bedeutet, Brammen, du hast 3 Begriffe richtig genannt. Christian, du hast sogar 4 Begriffe richtig genannt. Jay, leider. Nee, Quatsch, was heißt leider? Jay leider. Hat auch 4 richtig leider genannt. Leider hat Jay nur 4. Toll, danke. Und damit sehen die Punkte jetzt so aus. Das bedeutet, Brammen führt weiterhin mit 26 Punkten vor. Jay mit 22, Chris mit 19, Sepp mit 18.
Punkten. Aber wir sind ja noch nicht am Ende, denn wie schon angekündigt am Anfang gibt es natürlich auch dieses Mal, was heißt auch dieses Mal, aber dieses Mal gibt es wieder ein Finale. Und das Finale läuft so, dass ihr jetzt gleich 120 Sekunden Zeit habt, also 2 Minuten, um nacheinander Begriffe zu nennen. Wir beginnen mit Sepp, weil er aktuell die wenigsten Punkte hat und gehen dann immer reihum. Okay, also, was heißt reihum? Erst, also das schreibe ich euch auch gerade mal Bram hier rein. Sepp zu Jay zu Brammen. What? Macht eigentlich nicht so viel Sinn, wenn wir bei den Chris. Punkten... So. Wäre die Reihenfolge. Oder sollen wir bei Sepp, dann wird es ja, ich müsste die nur irgendwo sehen, das ist alles cool, weil ich weiß halt ansonsten die Farben, klar, du weißt, wie viele Punkte du hast, aber so an den Farben kann ich gerade nicht erkennen, wer ist. Da steht ja so ein Stück. Ja, genau. Ja. Okay. Ich bin als Letzter dran, als Vorletzter. So. Ja, das, ja, okay. Deshalb hätte ich das gerne, also ich würde da tauschen, Regel. Ich hätte auch gesagt, Sepp, Chris, Jay, egal. Ja. Ja. 2 Minuten lang die Runden durch. Ja, aber du hast den First Shot, hast du zuerst, also ja. Dann machen wir die Reihenfolge Sepp, Chris. Die hatten wir aber auch immer so gemacht. Ich wusste noch nicht, ob das programmiertechnisch bei dir so funktioniert. Deswegen habe ich das gerade jetzt mal hier die Sortierung angepasst. Aber Sepp beginnt, dann kommt Chris, dann kommt Jay, dann kommt Brammen. Und es geht um einen Oberbegriff. Den nenne ich euch jetzt noch nicht, aber Lucy hat sich dazu schon 10 Begriffe ausgedacht. Okay. Ja. Und. Oh, 10 Stück. Okay. Ja, 10 Stück. Wir müssen eine kurze Pause machen, weil mein Programm das, glaube ich, jetzt gerade nicht mehr checkt. So, und da ihr die Begriffe natürlich nicht wissen dürft, wieder welche das im Finale sind, dürft ihr jetzt einmal den Channel verlassen, beziehungsweise ich move hier gerade mal raus und gehe mit dem Zuschauer. Ah ja, ihr besprecht das mit dem Chat, ja. Also Zuschauer. Chat, genau. Ja, dann geht ihr einmal. Ach so, einmal, du liest die einmal vor. Genau. So, okay. Liebe Leute, der Begriff, den Lucy sich überlegt hat, ist Pete's Meat. Ist natürlich sehr kreativ, aber das kann natürlich auch in verschiedene Richtungen gehen. Ich bin mal gespannt, was die entsprechenden Personen dann sagen. Und die Begriffe, die sie sich dazu ausgedacht hat, ist einmal der Begriff React, dann Challenge, dann Roman, dann Frau Dr. Eieruhr. Da würde ich aber auch Dr. Frau Eieruhr oder Dr. Eieruhr oder wie auch immer würde ich gelten lassen. Dann den Begriff Quizpoker. Dann den Begriff Snob. Den Begriff Podcast. Dann kommen wir wieder zu einer Person, Martin. Dann eine Zahl, 17. Und dann den Begriff Spielshow. So. Also das ist schon advanced, ne? Also Lucy, das ist sehr kreativ und deswegen weiß ich nicht, ob die Jungs das so gut hinkriegen. Aber ich bin guter Dinge sozusagen und ich ziehe mal die anderen wieder zu mir. So. Da seid ihr wieder. Und also, wir machen es jetzt, wie gesagt, so, Sepp beginnt, da er die wenigsten Punkte hat und für einen richtig geratenen Begriff gibt es einen Punkt. Das heißt, ihr könnt euch jetzt nochmal ein bisschen vorarbeiten und ihr habt 120 Hallo. Sekunden Zeit und ihr seid alle bereit? Ja. Mhm. Okay, Sepp beginnt und der Oberbegriff lautet Pete's Meat. Peter. Bram. Sepp. Chris. Jay. Andy. Sven. Jules. Controller. YouTube. Twitch. Video. Let's Play. Videospiele. Grün. Blau. Spielschau. Spielen. Jules. Zocken. Freunde. Store. Minecraft. Steam. Domi. Wen haben wir noch? Martin. Luca. Epic. Spielschau, ja, sieh schon. Ah, sehr gut. Lucy. Festdorf.
Speedcast. Reacts. Spielshow. Perfect Heist. Honey. TTT. Wrong. Adventure Map. Subs. Season. Friendly Fire. Wollte ich auch sagen? Weiter. Spielshow. Minecraft. Tour. Roadtrip. Buch. Urlaub. Probiert. Pizza mit kocht. Kochen. Also kochen. Ah, fuck, Bram war ja dran. Ich war ja auch nicht dran. Schneidebrett. Schürze. Merch. Gut. Sabotage. Und die Zeit ist damit um. Alter. Böse. Die ersten 5 Punkte for free. Also, ich will dazu nur noch mal erwähnen, hier, dass ihr das auch noch mal auf dem Schirm habt. Diese Begriffe hat sich Lucy ausgedacht. So, ja, und dann schauen wir jetzt doch mal. Das kann aber auch sein, dass ihr komplett reintrollt und gar nicht das erste 5 nennt, obwohl das halt offensichtlich wohl wäre. Das kann ja auch sein. Vielleicht. Schauen wir mal. Also, der erste Begriff, den sich Lucy ausgedacht hat, war der Begriff React. Ja. Und React hat Sepp zuerst genannt, deswegen bekommt er dafür auch einen Punkt. Sehr blöd. Ja, das finde ich auch blöd. Der nächste Begriff, den Lucy sich überlegt hat, ist Challenge. Das hat richtig doof von euch gesagt. Nein, keine GTA. Sie hat einfach nur irgendwelche Formate ausgespielt. Ist das super? Passt doch auch. Ich würde sagen, sie hat querbeet in den Beats mit Topf mal reingegriffen, denn der nächste Begriff ist Roman. Oh, jetzt haben wir eine Person. Ich dachte halt roh, also ich, der, davon bin ich jetzt gar nicht mehr ausgegangen. Das ja, halt den hat so, auch leider niemand genannt. Ja, das weil ich halt dachte, so bei 10 Begriffen würdest du halt Roman da auch jetzt irgendwann nicht mehr nennen. Der nächste Begriff ist auch eine Person, hat aber auch niemand von ist euch die genannt. Ist die unwahrscheinliche Mickel. Frau Dr. Eieruhr J. Oh, hat niemand genannt. Oh, ich hab ja noch Honey gesagt. Alter, ja. Das triggert ja. Der nächste Begriff, und ich glaube, da Bram eben Sabotage genannt hat, wäre der Begriff eventuell bald gefallen, ist aber leider nicht Quizpoker. Oh Mann, Alter. Ja, wir haben heute Morgen noch im Meeting über Sabotage geredet, weißt du. Rain Battle hat auch keiner gesagt. Nee, hat auch keiner genannt. Ja, und der Dümmste ist raus, hat auch keiner gesagt. Ich aber weiß, Spielshow! Tischstäbchen lügt, hat auch keiner gesagt. 10 gegen Willi hat auch keiner gesagt. Ich meinte die Spielshows von auf Twitch. Ja, kommen wir mal zum nächsten Mal. Also bisher, React hat jemand gesagt, alle anderen hat bisher niemand gesagt. Das ändert sich auch beim nächsten Begriff nicht. Snob hat nämlich auch niemand gesagt. Oh Gott. Peter hat doch einer gesagt. Urlaub ist doch das aktuelle Peter-Wort. Tja, für Lucy scheinbar nicht. Snob ist schon alt. Oder sie wollte es euch schwer machen. Der nächste Begriff, und ich weiß nicht mehr, wer es war, aber jemand hat Podcast gesagt. Ja, ich. Ich nicht. Ja, Lucy hat sich aber für das Wort Podcast entschieden. Oh. Nice. Da müssen wir in dem Fall streng sein. Also, niemand gesagt. Schade, Bram, dein Sieg schmälert das leider. Also, 6 Begriffe in a row hat niemand gesagt, aber den nächsten Begriff, Martin, den hat Christian zuerst genannt. Martin, und deswegen, my love, dankeschön. Als ob einfach nur irgendwelche Leute aus der zweiten Reihe kommen, yes. Das ist rigged alles. Das heißt, Sepp und Christian gerade jeweils einen Punkt, das bedeutet, Sepp kann hier in dem Fall bis jetzt zumindest Christian nicht aufholen. Aber vielleicht mit dem letzten haben wir nicht noch 2? Ja, wir haben noch 2 Begriffe. Und ist der nicht einen hinter mir? Ja. Also kann er sogar noch an mir vorbeiziehen. Er kann sogar noch an dir vorbeiziehen oder gleichziehen. Oder es bleibt dabei, dass Christian vor dir bleibt. Das ist ja bei den Wörtern, ne? Schauen wir mal. Ja, gucken wir mal. Der nächste Begriff. Was heißt Begriff? Oh, Lucy hat sich selber genommen. Ja, 17. Das hat keiner gesagt. Und jetzt kommt Backofen Pommes. Ja, 17 ist ja schon, wir haben ja schon Snob und 17 als Insider. Ja. Jetzt müsste eigentlich wieder was anderes kommen. So ganz random einfach so selbst. Minecraft kommt jetzt. Tour. Der letzte Begriff ist der Begriff, Eve Online. Ich glaube, am meisten von euch genannt wurde Spielshow. Ja,
Das meine und den hat Sepp zuerst genannt. Ja, und damit Dritter! Bekommt Christian einen Punkt und Sepp zwei Punkte. Und damit ist gleichgezogen. Nein. Aber es ändert nichts daran. Dass Brammen gewonnen hat mit 26 Punkten. Vor Jay mit 22 und Chris und Sepp zusammen mit 20. Danke, also, Jay und danke, Chris. Das waren jetzt sehr schwere Begriffe, aber eigentlich fand ich das gut, muss ich sagen. Lucy, man kann darüber jetzt meckern, aber ich fand das eigentlich gut, weil dadurch war es schwer. Sonst wäre es halt so einfach gewesen, einfach uns 5 zu nehmen und so. Ja, ich muss sagen, es war querbeet. Einfach, ja. Es waren Personen drin, Zahlen, Insider, ja. Shows, Namen. Also da war wirklich alles drin. Und ja, Jay und Bram. Ja, da war nichts dabei, war was dabei. Ihr genannt habt, aber naja. Egal. Ich hab 0 Punkte. Ich wollte sagen, aber das hat euch ja nicht wehgetan. Nee, wenn ihr dafür super Richtung connected ist, immer blöd. Wir beide. Ja, also, herzlichen Glückwunsch an Bram für den Sieg dieser Folge. Dankeschön an Lucy für die Begriffe vorbereiten und danke an euch fürs Zuschauen. Bis zu einer nächsten Folge. Haut rein. Tschüss. Tschüss.